Harry-Potter-Witze, die so schlecht sind, dass ich gleich auf meinen Hippogreif abhauen werde. Teil 1 kam enorm gut an und hier kommt Teil 2. Welches Müsli feiern Zauberer und Hexen am meisten? Hufflepuffs. Ich nehme gleich die Packung und zünde sie mit Incendio an. Draco zu Goyle. Du hast ja eine Brille. Kurzsichtig oder weitsichtig? Goyle antwortet. Durchsichtig, du Trottel. Darf ich wie Dobby meinen Kopf an die Lampe schlagen, bitte? Danke. Fred zu George. Heulst du gerade? Antwortet George. Nein, hinter mir steht Harry in Tarnumhang und schneidet Zwiebeln. Wie nennt man einen Patronus, der die Gestalt einer Nuss hat? Einen Patronus? Ich lache über was Unlustiges. Und der letzte Witz für heute. Was sitzt im Hogwarts und friert? Harry Schlotter. Nee, mir reicht's. Tschüss.